liebe Freunde der großen und kleinen Bahn. Ich habe mal jetzt noch ein kurzes Video, mal ohne Vor- und Abspann, und zwar passend zu dem Video, wo es um die sächsischen Farben, also die Farben der sächsischen Lokomotiven ging. Ich habe jetzt hier ein Bild, was in dem Video vorkam, leider ein bisschen unscharf. Und da waren zwei Kommentare, wo die Kollegen der Meinung waren, sächsische Lokomotiven waren blau und diese Lokomotive ist blau. Und da wollte ich jetzt gerne mal so ein bisschen drauf eingehen. Und zwar habe ich jetzt hier Photoshop. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Gibt es also ein Werkzeug, wo man die Farbe aufnehmen kann. Und dann hier so darstellen kann. Da die leider aufgrund der Malweise ein bisschen fleckig ist, ne, nehmen wir mal hier da verschiedene Werte. Ne, hier ist ein bisschen dunkler, hier ist ein bisschen heller, hier ist noch ein bisschen heller. Jetzt ist hier Folgendes. Also, ich schiebe das, nehme das mal in die Mitte. Wir haben hier so einen Farbbalken. Das hier, das ist blau, das hier ist grün. Ne? Wo sind wir hier? Im Türkis. Also die Grenze ist quasi hier. Ne? Also hier ist Türkis, das ist also sozusagen halb grün, halb blau. Und wir sind also hier knapp oberhalb dieses Bereiches. Das heißt, das ist ein Türkis mit Tendenz zum Blau. Ne? Es ist auch kein Blau. Blau ist quasi das hier. Das wäre mehr oder weniger das, was die Firma Märklin mal dieser... Ich glaube, die Museumslok, die S36 Museumslok, die glaube aus Nördling, die haben sie ja mal blau angemalt. Das wäre dann eigentlich dieses Blau hier gewesen. Na, das ist ein wirkliches Blau. Das, was wir hier haben, ist Türkis. Das heißt also, wenn das wirklich die Farbe der sächsischen Loks gewesen wäre, was wir ja nicht wissen, das ist ja nur eine Vermutung, dann wären sie nicht blau, dann wären sie Türkis. Mit einem leichten Tendenz zum Blau. Übrigens war ich hier auch gerade, mir gefällt übrigens das Rot sehr gut. Ne? Das haben wir ja auch diskutiert. Ich habe den Farbton jetzt mal aufgenommen. Das ist also, hier sieht das aus wie fast ein Braun. Ne? Wenn man jetzt hier, das irgendwo hier wäre jetzt das Signalrot, ne? Das also von naja, heute ist falscher Begriff, ne? Also die Lokomotiven, die neuen Lokomotiven ab 1926 lackiert wurden. Also die Fahrwerke, ne? Die Fahrwerke lackiert wurden. Und hier haben wir eben, naja, ein bisschen, also es ist auch kein richtiges Braun, es ist irgendwie so ein Rot. Das gefällt mir ganz gut, was ich hier, wir haben ja hier verschiedene Systeme, ne? Nun wage ich mich jetzt ein bisschen aufs Glatteis, weil ich bin natürlich kein Grafiker. Ne? Also da, wenn da irgendjemand ein bisschen mehr Ahnung hat als ich, dann sofort, ihr wisst, Kommentare und so weiter und so fort. Also wir haben hier immer einen Rotwert, einen Grünwert und einen Blauwert. Und ja, und hier haben wir jetzt da diese Werte. Dann haben wir hier das gleiche nochmal. Das gibt es also verschiedene Methoden. Zum eigentlichen Druck wird also das hier unten verwendet, ne? Also Cyan, Magenta und Yellow. Jetzt weiß ich nicht so richtig, was K ist. Das ist der Kontrast, aber da gibt es sicher auch irgendeinen englischen Begriff dafür. Na, ist auch, wenn ich jetzt hier, der Wert verändert sich nach der Helligkeit, ne? Hier unten. Und ja, wir haben also auch einen gewissen Cyanwert drin, den wir jetzt hier, naja, dabei haben. Das wäre quasi wahrscheinlich ungefähr auch so, wie die Häkel heute lackiert ist, also zumindest vom Fahrwerk her. Die hat ja so einen ganz kleinen Stich ins Karminrote. Und das ist aus meiner Meinung nach die richtige Farbgebung für die sächsischen Maschinen. Was hier oben rum ist, da müssen wir uns mal irgendwie noch einig werden. Da ist die Rede von sehr vielen Postkarten,
die alle relativ ähnliche Bilder, also relativ ähnliche Farbgebung haben. Aber das kenne ich halt jetzt nur vom Erzählen. Ich muss es mir dann vor Ort mal angucken. Oder ein Kollege fährt hin und digitalisiert das mal und macht vielleicht mal auch ein Video über die sächsischen, die Farben der sächsischen Lokomotiven. Das müssen wir dann mal sehen. Das wird aber jetzt so schnell wahrscheinlich nichts. Ja, liebe Freunde, mit diesem lustigen Bild möchte ich das Ganze hier mal fortsetzen, weil das, was ihr jetzt bis jetzt gesehen habt, war eigentlich als, naja, so kurzer Beitrag gedacht, der so als, naja, mal etwas bunteres Mittwochsvideo. Ich habe mich dann aber entschieden, das mal hier alles noch ein bisschen weiter auszubauen und hier noch ein paar Aspekte reinzubringen, die ich jetzt in dem kurzen Video nicht genannt hatte. Ja, dazu ist mir auch dieses Bild hier bei Facebook in die Hände gefallen. Die Engländer sind ja bekannt für, naja, Lokomotivlackierungen, die also sehr oft als an Spielzeuglokomotiven erinnern. So auch dieses Modell. Das soll natürlich auch zeigen, dass so eine Farbgebung, wie sie also hier von den beiden Kollegen vermutet wird, jetzt nicht unwahrscheinlich ist. Ne? Also sowas gibt es auch tatsächlich und das sehen wir also hier quasi auch im Vorbild. Uns hat sich ja in England so manches erhalten, was bei uns in Deutschland, sagen wir mal, in längst vergessener Zeit da abgelaufen ist. Ne? Also auch unsere Länderbahnen waren also auch mal ein bisschen bunter, wenn auch nicht so ganz bunt, wie das in England der Fall ist oder der Fall war. Ja, ich möchte gern mal noch zwei Aspekte hier hineinbringen. Das eine ist das Thema Postkarten. Wie entstehen Postkarten? Es gab also einen riesengroßen Markt, im Prinzip gibt es den ja immer noch, ne? Also heute ist das allerdings eher so, naja, gebraucht. Marktsammelei, also irgendwelche Postkarten von früher sind natürlich heute beliebte Sammelobjekte. Und damals war das also eine ganze Industrie, wo also zahlreiche Leute beschäftigt wurden, um diese Postkarten erstmal zu erstellen, das macht der Fotograf, und eben auch anschließend zu kolorieren. Ich habe auch im Rahmen meines Studiums, und zwar hieß das historische Bildkunde, gelernt, dass da war allerdings meistens von früheren Zeiten die Rede und nicht unbedingt von Postkarten, dass also das Vorbild, na, nicht immer das Original ist, sondern andere Abbildungen. Na. Also man hat quasi jahrhundertelang zum Beispiel gestrandete Wale immer als irgendwelche Fische gezeichnet, weil die Leute, die es gezeichnet haben, noch nie einen Wal gesehen haben. Na, und die haben dann sozusagen quasi so ein Ersatzbild, das sah dann immer irgendwie so wie so ein komisches Fischmonster aus, wo auch die Flossen nicht stimmten. Und das könnte natürlich auch sein, dass das sich bei der Postkartenmalerei, dass also Postkarten auf eine bestimmte Art und Weise koloriert wurden, ne? Und das eben auch für Lokomotiven. Das heißt also, wenn die Farbe auf den Postkarten so ist, wie sie ist, heißt das nicht zwingend, dass das nun alles stimmt, ne? Es ist auch immer, es ist eine Quelle, ne? Wir haben ja mehrere Quellen, wir haben die Beschreibung und da ist eindeutig von Grün die Rede und nicht von Blau oder von Türkis. Und ja, und die müssen eben alle irgendwie zueinander gebracht werden, auch wenn sie nicht zusammenpassen. Und dann haben wir den zweiten Aspekt, der vielleicht sogar noch viel wichtiger ist. Ich glaube, dass es die sächsische Farbe gar nicht gibt. Na, ich meine das jetzt nicht so wie bei manchen Diskussionen, wo dann behauptet wird, ja, da gab es noch Generalfarben und naja, die haben dann irgendwas zusammengemischt. Und nee, das glaube ich nicht. Weil wir wissen ja, es gibt ja so gewisse Tugenden, die so für deutsch gehalten werden, also eine gewisse Exaktheit und, sagen wir mal, eine gewisse Vorplanung und eine gewisse Organisation. Und wenn ich jetzt Farbe anmische,
und sage so und so viel von dem Pigment und so viel von dem und so viel von dem. Natürlich kommt da kleine Abweichung rein. Das macht heute auch der Computer im Baumarkt. Ne? Da ist auch nicht jede Farbe wie die andere. Aber die Abweichung sind, wenn, dann nur minimal. Ne? Weil wenn es ein Rezept gibt, wie ein Kochrezept, ne? Gibt es also für Farben auch Mischrezepte, dann kommt, sollte schon was rauskommen, was sehr ähnlich ist. Aber das wahrscheinlich viel entscheidendere ist, dass man das sozusagen in der zeitlichen Ebene auch noch ein bisschen anders vielleicht einordnen muss. Weil von welcher sächsischen Farbe reden wir denn? Die von 1870, von 1880, von 1890 oder die, die kurz vor oder kurz nach dem Ersten Weltkrieg üblich war, denn das können durchaus verschiedene Farben sein. Und wir wissen ja, wenn wir zum Beispiel Verkehrsschilder sehen heute, ne, wie lange sind die Dampfloks noch auf den Verkehrsschildern gewesen, wenn es so um Bahnübergänge ging, ne? Also das waren, was weiß ich, 30, 40, 50 Jahre, nachdem Dampfloks nicht mehr in Mode waren. Irgendwann hat man es dann mal geändert und hat heute auf den Verkehrsschildern moderne Züge drauf, aber das war eben nicht immer so. Und das kann auch bei den Farben genauso sein, dass das hier, dass die Postkarten quasi nach Farben oder Farbschemen bemalt wurden, wie sie im 19. Jahrhundert und da vielleicht gar nicht mal Ende des 19. Jahrhunderts üblich war. Und dass man eben diese Farben bei den Länderbahnen auch mal gewechselt hat. Na, das ist sogar sehr wahrscheinlich. Ja, das ist sozusagen mein zweiter Beitrag zu den sächsischen Farben. Ich weiß nicht, ob das Ganze noch ausdiskutiert wird, wenn jetzt hier noch entsprechende Kommentare kommen oder wenn es neue Erkenntnisse gibt, werde ich mich sicher zu dem Thema nochmal äußern. Wie gesagt, das ist jetzt meine Meinung, was ich geäußert habe. Das hat jetzt nichts mit der Realität zu tun, weil nach wie vor es gibt Indizien, wie das ausgesehen haben könnte. Die Indizien widersprechen sich zum Teil. Es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass verschiedene Autoren auch unterschiedlich bewerten. Das ist einfach so, weil es eben diese Farbe schlechthin, also die bewiesene Farbe einfach nicht gibt. Na, und ich denke mal, bis wir die Zeitreise irgendwann mal erfinden, werden wir da noch munter vor uns hin spekulieren. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend und macht was draus und fleißig kommentieren bitte und wem es gefallen hat, auch liken. Guten Abend.